Wir haben ein gemeinsames Ziel, die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte und Leistungen zu garantieren. Wir pflegen den offenen und intensiven Kontakt zum Verarbeiter, zu unseren Kunden, zu Ihnen. Nur so lernen wir Ihre spezifischen Anforderungen kennen. Nur so können wir flexibel sein und maßgeschneiderte Lösungen liefern. SOPRO Top 10 2018 ist ein Spektrum herausragender Projekte des vergangenen Jahres. Zur Auswahl standen alle mit SOPRO-Beteiligung realisierten Bauprojekte der vergangenen 12 Monate. Vom Schwimmbad über eine Klosterrenovierung bis hin zum Erlebnispark. Zusammengestellt wurden die SOPRO Top 10 2018 aus 37 Referenzprojekten aus 5 Ländern. Herausragende Arbeiten aus Australien, Österreich, Holland, Polen und Deutschland stehen für die internationale Position der SOPRO. Das Projekt Nummer 1, der Centerparks Allgäu in Leutkirch. Der Ferienpark entstand auf einer Gesamtfläche von 184 Hektar. Er umfasst 1000 Ferienhäuser. Ein großes Schwimmbad mit Wellenbad, 15 Rutschen, eine Wasserwildbahn und ein ganzjähriges Außenbecken. Projekt Nummer 2 in Down Under. Das Gurry Wanyara Wellbeing Center in Bendigo, Victoria in Australien. Ein Schwimmbad der Superlative. Das für 31 Millionen Dollar errichtete Wasserzentrum wurde auf einer Fläche von 7500 Quadratmeter fertiggestellt. Das Objekt verfügt über einen 51,5 Meter langen Pool, einen Hydrotherapiepool und eine Spa-Anlage. Jedes Projekt ist anders und verlangt spezifische Lösungsansätze. Um anspruchsvolle Projekte erfolgreich abzuschließen, braucht es Kreativität, hochwertige Produkte und natürlich eine professionelle Beratung. Ein repräsentatives Beispiel dafür ist das Projekt Nummer 3, das Steigenberger Hotel in München. Ein umfangreicher Umbau eines Bürobestandsgebäudes in ein 4-Sterne-Plus-Hotel mit 300 Zimmern. Die Aufgabe: Ausführung aller Abdichtungs- und Fliesenarbeiten im SOPRO-Systemaufbau. Projekt Nummer 4. Das Freizeitzentrum Achensee in Atoll am Achensee in Österreich. Neubau eines Schwimmbades mit Sport-, Kinder- und Panoramabecken sowie Saunabereich, Kletteranlage, Restaurant und Fitnesscenter. Moderne Architektur in traumhaftem Berg- und Seepanorama auf einer Fläche von 1800 Quadratmeter. Projekt Nummer 5. Die Seezeit Lodge in Gonnesweiler. Der Neubau des komfortablen Wellness-Ressort-Hotels im Naturpark Saar-Hunsrück, direkt am Bostalsee. Lodge-Charakter in direkter Seelage mit hohem Wohlfühlfaktor. Auf einer Fläche von 2700 Quadratmeter. Mit 98 Zimmern und Suiten, Schwimmbad, Spa, Saunabereiche, Großküche sowie Treppenhäuser. Außergewöhnliche Projekte bringen besondere Herausforderungen mit sich. Das führt zu Umsetzungen, die branchenweit Beachtung finden und ein großes Medienecho hervorrufen. Ein beeindruckendes Beispiel dieser Art ist unser Projekt Nummer 6, die Berg- und Talstation Seilbahn-Zugspitze in Eibsee. Eine Seilbahn der Superlative. Neu- und Umbau der Berg- und Talstation zum Zugspitzgipfel mit einer Objektfläche von 4000 Quadratmeter. Verlegung von großformatigen Fliesen in weiten Teilen der öffentlichen Bereiche. Umfangreiche Abdichtungs- und Fliesenarbeiten im SOPRO-Komplettsystem.
Das Besondere: Deutschlands höchstgelegene Fliesenflächen. Projekt Nummer 7. Das Objekt Hotel Enschede in den Niederlanden. Auf einer Objektfläche von rund 12.000 Quadratmeter wurden hochwertigste Naturstein- und Keramikfliesen verarbeitet. Projekt Nummer 8. Das Jasna Gora Kloster in Częstochowa. Objektfläche 2.000 Quadratmeter. Die Erneuerung der Pflasterflächen der historischen Anlage erforderte den Einsatz einer breiten Palette verschiedener Produkte. Eine besondere Herausforderung. Zur Realisierung wurden unter anderem Drainagematten, Drainagemörtel, Haftbrücken und Fugenmassen eingesetzt. Projekt Nummer 9. Upptalsboom Wellness Resort Südstrand in Wyk auf der Insel Föhr. Der Neubau des exklusiven Wellness-Ressorts in bester Insellage umfasst 144 Zimmer und Suiten. Ein Schwimmbad mit Innen- und Außenbecken, darüber hinaus große Sauna-, Entspannungs- und Anwendungsbereiche. Unser letztes Beispiel der SOPRO Top 10 2018 ist das Projekt Nummer 10. Das Seebad Starnberg wurde mit einer Objektfläche von rund 4.000 Quadratmeter im Juni 2018 fertiggestellt. Komplettsanierung und Umbau des bestehenden Hallenbades in unmittelbarer Uferlage am Starnberger See. Saunalandschaft mit Saunahütten im Bootshausstil in direkter Strandlage. SOPRO Top 10 2018. Planung, Beratung und Produktqualität. Unsere Produkte sind immer auf dem neuesten Erkenntnis- und Entwicklungsstand. Unsere Produktsysteme sind perfekt aufeinander abgestimmt. Unsere kompetente Beratung und Ihre effiziente Planung sind die Basis für fachgerechte Umsetzung. Dabei ist der neue SOPRO Planer 9.0 ein wichtiges Tool. Mit umfangreichen Hintergrundinformationen liefert er praxisorientiertes Know-how. Der SOPRO-Planer ist heute aus den Planungsbüros nicht mehr wegzudenken. SOPRO – Ihr Partner für das Besondere.